Willkommen, Reisender. Wir sind wieder zurück bei No Man's Sky. Als erstes müssen wir laut Mission hier einen Biotreibstoffreaktor bauen. Den werden wir hinterher zwar wieder abreißen. Aber für die Mission muss es kurz sein. Stellen wir den einfach hier drinnen hin. Ja. Könnte auch reichen, wenn wir mal gucken. Einfach den Teleporter anschließen. Das auch reicht. Ja. So. Dann werden wir gucken, was wir als nächstes haben. Keine Sekundärmission. Also Technologie kaufen. Werden wir das mal machen. Und wir haben ein neues Basisarchiv. Machen wir das als erstes. Gucken, was der Basiscomputer möchte. Oh. Aha. Wir können endlich zur Raumstation. So. Also ab zur Raumstation. Da wir da noch nicht waren, müssen wir leider hinfliegen. Gucken, wo sie ist. Ah. Natürlich arschweit weg. Höchstwahrscheinlich müssen wir einen Reisenden anquatschen. Die sind immer gut zu erkennen, die leuchten so ein bisschen. Nicht jede Raumstation hat einen. Einfach mal schauen, ob wir hier einen finden. Das wäre gut, wenn wir hier einen Reisenden finden. Dann geben wir gleich unsere erste Glyphe. Und wenn wir die zweite haben, brauchen wir nur schnell ein Portal finden und können uns die anderen 14 holen. Haben wir hier einen Reisenden? Ja, ey. Oder? Kein Reisenden, schade. Einfach alle hier durchgehen, bis wir die Informationen haben, die wir suchen. Das ging doch schnell. So. Das war zurück zur Basis. Sich immerhin teleportieren ist schneller, aber wir brauchen halt noch einige Raumstationen, damit wir auch überall hinkommen. So, wo ist das Signal?
Super. Schon wieder so weit weg. Ja, ganz prima. Wo ist unser Raumschiff? Oh. Hätte das nicht da parken können. Immerhin müssen wir nicht so weit fliegen. Natürlich ist unser Raumschiff jetzt auch noch ziemlich langsam, da wir ja noch keine Upgrades haben. Gut, ist immer ein möglicher Standort. Ja, ist sowieso hier. Immer wenn er sagt, möglicher Standort, am besten aus der Luft gucken, ob man ein Gebäude oder ähnliches sieht. Dann kann man direkt dahin fliegen. Ah, Hyperantrieb. Ja, Mikroprozessoren, können wir die schon bauen? Mal gucken. Ja, können wir nicht bauen. Super. Wo tun wir den am besten mal hin? Ja. Nur den erstmal hier hin. Ja, haben wir nicht. Super, sollen wir kaufen. Aber wir können hier auch erstmal ein bisschen graben. An jedem abgestürzten Frachter kann man buddeln und mit Glück auch was Gutes finden. Meist Geld oder Naniten. Und wir haben gar keinen Platz. Oh, nerv nicht. Ja, es kann dann mal weg. Den Schleim brauche ich keine Sau. Wo ist denn das Frachtabteil? Ist nicht wahr. Ah, hier gibt es auch Wasser in der Nähe. Ist nicht wahr. Wo ist es denn? Da hinten. Was soll er haben? Kohlenstoff. Ah, wir haben keinen Platz. Kommt das weg. Ah, Naniten. So. Zwei sind in dem Frachter. Ah, wir können auch hier reingehen. Treibstoff. Brauchen wir denn nicht? Nieten, das ist gut. So, dann werden wir jetzt gucken. Er hat uns hier ein Gebäude angezeigt. Da hinten. Ist unbekannt, also waren wir da hoffentlich noch nicht. Wenn wir Glück haben, gibt es da ein Handelsterminal oder ein Händler. Das reicht auch. Kaufen wir uns kurz die Mikroprozessoren.
Eine Ruine, super. Brauchen wir gar nicht. Aber da ist noch was. Was ist hier? Kein Handelsterminal. Mal scannen. Das ist eine Gebäude. Da hinten ist noch eins. Ach, da ist unsere Heimatbasis. Super. Ja, dann gehen wir zur Raumstation. Und dann müssen wir noch ein bisschen chromatisches Metall herstellen. Zum Glück haben wir schon Kupfer verkauft, dass wir jetzt ein bisschen Geld haben. Gucken, kommen wir mit dem normalen Jetpack hoch. So. Kabelbäume brauchen wir später. Ja, fünf reichen. Kaufen wir uns einfach das Rezept. Können wir die auch herstellen. So, 125 brauchen wir. Dafür, dass wir die Mikro putzen. Was zum... Boah, wir haben... Wir stellen einfach das Metall leer. Steht unser Raumschiff wieder gleich nicht auf der Landeplattform, weil warum auch? So, lass mal gucken. Was haben wir, was brauchen wir? Lass mal ein bisschen Ferritstoff umarbeiten. Das kann ja dauern. Ja, hier noch. Aber da haben wir ja letztens schon alles gekauft. Die beiden hier sind vollkommen unwichtig. Ein paar Gebäudeteile, aber wir müssen erstmal auf die Weltraumanomalie. Da gibt es eine größere Auswahl. Wir brauchen nämlich erst Technologien. Dann wird hier das Baumenü erstmal ein bisschen voll gemacht. Dass wir auch schön verschiedene Sachen bauen können. Das müsste eigentlich gleich reichen. Da rein. Gucken, was ist denn jetzt hier drin? Und dann, oh, ich habe vergessen, wir hätten uns schon direkt einen neuen Platz auf der Raumstation kaufen können.
Können wir gleich auch machen. Nur wenn wir die Raffinerien in Betrieb haben, sollten wir nicht zu weit weggehen, sonst löscht er das einfach. Meist kann man auf dem Planeten eigentlich bleiben, aber zur Sicherheit sollte man sich nicht zu weit entfernen. Also immer die Raffinerien schön leeren. So. Was da rein? Was zum Henker? Oh Gott, ich habe schon wieder das Falsche hergestellt. Ja, ganz toll. So, gleich einen Platz wieder frei. Ah, und dann können wir das hier auch erstmal verkaufen. Neum brauchen wir eigentlich noch nicht, aber könnten es schon mal aufheben. Was ja, der Treibstoff ist auch alle. So. Das war in die Nähe von unserem Raumschiff. Das schon wieder hinterm Gebäude parkt. Warum auch? So. Haben wir jetzt den Hyperantrieb auch erstmal. Was ist jetzt die Mission? Kehre zum Schiff. Oh, wir sind beim Schiff. Ja, los. Kein Treibstoff, ja. Können wir das nicht einfach herstellen? Oh, wir haben das Rezept für Antimaterie nicht. Gehäuse auch nicht. Führer aus dem Orbit. Oh. Echt jetzt. Wir müssen hochfliegen, um nach unten zu gucken. Und dann zu scannen. Super. Gut, wo ist der Ort? Nicht auf unserem Planeten. Und der hat natürlich die Raumstation anvisiert. Auf dem waren wir noch nicht. Gucken. Das ist aber schön. Bei direkten eckigen Planeten. So. Wo ist hier ein Gebäude? Ungefährer Stand. Da. Blutrote Hitze. Super. Hier sind die Eier, die wir brauchen. Für Naniten. Das ist sehr gut.
Aber wir holen uns erstmal. Ja, die Materie. Das kommt der Müll. Ist auch. So. Ist hier drin. Treibstoff. Wie gut, dass er uns vorschlägt, das Gehäuse zu bauen. Das haben wir jetzt auch gelernt. Oh, schon wieder chromatisch. Das war ich gerade noch so, immerhin. Super. Kein Platz. Nö. Und das jetzt aber gut. Dann kommt die Lebenshaltung jetzt weg. Brauche ich keiner. So. Auftanken. Gucken. Da gibt es noch ein bisschen Geld, wenn wir drankommen würden. So. Jetzt müssen wir nur überlegen. Hier kommen gleich ganz viele Aliens raus. Man kann es untergraben. Aber da wir nicht sonderlich gut ausgerüstet sind und noch keine Waffe haben, riskieren wir es einfach. Ja. Haben wir jetzt zwei? Ja, gut. Reicht. Können wir die duplizieren und dann uns Naniten bis zum Abwinken herstellen. Und der Treibstoff ist alle. Uran. So. Jetzt müssen wir ernsthaft warpen. Können wir nicht. Müssen wir da unbedingt hin. Das nicht. Nein, wir müssen ernsthaft warpen. Die Frage war da schon einer. Jetzt der Hyperantrieb natürlich wieder leer. Schon entdeckt. Gott, ist das eine scheiß Gegend hier. Was ist denn jetzt? Kein Plan, so viel er will. Wir holen uns jetzt erst den Teleportpunkt. Und direkt auch hier erstmal das neue. Was haben wir hier Schönes? Lass mich gucken. Wir können es nicht tauschen, ich gehe ja kaputt. Warum?
Aber gut, das können wir dann direkt auf S-Klasse upgraden. So, jetzt holen wir uns das hier schnell. Und zwar da. So. Sieben Millionen. So, ja. Gucken, gibt es hier einen Reisenden? Kann natürlich sein, dass er uns noch keine anzeigt, weil wir von denen noch nichts wissen. Das ist natürlich dann ärgerlich. So. Gucken wir jetzt nach der Treibstoffquelle wegen der Mission. Den Teleportpunkt haben wir ja jetzt. Was gibt es hier für einen schönen Planeten? Hm, ein Scheißplanet. Auf den müssen wir. War ja klar. Wir müssen nicht auf den. Das ist doch gut. Welchen müssen wir? Paradiesischen Planet. Das ist doch gut. Angeblich auch keine Unwetter, wer es glaubt. Gucken, wie die Farbe ist auf dem Planeten. Augenscheinlich ja grünes Gras, aber es täuscht aus dem All. Und er ist echt grün. Cool. Ja, nee. Das war einem. Oh, bitte nicht. Ah, gut. Ich hatte schon mal eine Mission, die war der ungefähre Standort an einem Abhang und man musste da ernsthaft landen. Was zeigt denn uns? Hier soll das sein. Gucken, gab es hier ein Gebäude? Mit seinem Standort will er mich ja verscheißern. Kein Gebäude in der Nähe. Will da echt nicht hinlaufen. Echt kein Gebäude. Landen wir hier halt. Lass mal umbenennen. So muss das nämlich. Was haben wir da? Natrium. Brauchen wir nicht. Sollen wir da hinten? Jetzt geht der mir auf den. Also wir müssen wirklich hinlaufen. Wer hätte das gedacht? Immerhin ist der Planet schön. Dann könnte man seine Basis hier errichten, anstatt da, wo wir unser Gebäude jetzt haben. Weil das ist farblich viel schöner hier. Lila habe ich noch nicht gesehen. Lila Bäume. Ah, 300. Wir brauchen unbedingt Upgrades. Oh Gott, hier gibt es gefährliche Tiere. Wir lassen das dann doch.
Soll denn das sein schon wieder? Wir fallen bestimmt gleich irgendwo runter. Was zum? Am Arsch des Planeten müssen wir hin. Echt jetzt? Da unten. Wenn wir Glück haben, gibt es hier auf dem Planeten ein Portal. Aber mehr nach vorne. Das wäre sehr gut, wenn es hier ein Portal gibt. Ja, jetzt kannst du sterben. So, gib mir ein Wort. Los. Gleich drei Wörter gelernt. Das ist doch schön. Reisender? Ja, wir sind mal Reisender. Gibt dich in den Weltraum. Wir können das nicht nochmal anquatschen. Weil das hier ein Alien-Monolith ist. An dem kann man Standort für Portale bekommen. Aber leider, wie ihr seht, können wir es nicht nochmal anquatschen. Wie weit ist unser blödes Schiff weg? 300, das geht ja noch. Oh cool, abends sehen sie eine andere Farbe. So, dann werden wir jetzt die nächste Mission angehen. Irgendwann quatscht er uns auch noch voll, dass wir mit dem Atlas beginnen sollen. Oh, da ist ein anderes Tier. Das will uns nicht töten. Gibt auch gleich mehr Geld. Braves Tier. Also wie gesagt, die Atlas-Mission, da verrate ich euch erst am Ende, an der letzten Atlas-Station, was sie uns sagt. Also beziehungsweise wir lesen es dann gemeinsam. Ein bisschen, was haben wir? Haben wir wieder keinen Platz? Ne, das war falsch. Ah, Gold haben wir auch, also brauchen wir nicht. Erkunde Planeten in der Nähe und suche in einem neuen System. Ja Gott, warum denn? Ja. Yeah. Ist mir egal. Anderes System. Werden wir machen. Wieso schickt er uns nicht zu der Mission? Ah.
Ein Treibstoff. Wir hatten doch eben welchen bekommen. Ja, nur Scheiße bekommen. So sehen andauernd unsere Zellen leer. Ist nur unbedingt ein anderes. Nach Hinweisen zu suchen, ja super. Kunde Planeten in der Nähe oder suche ein neues System auf. Ich will nicht auf den ganzen Planeten landen. Wer gab's denn hier? Den da, den. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Super kritischer. Waren wir auf dem Planeten? Ja, ich glaube. Dass wir nicht eine Mission auswählen können. Eigentlich kann man aktuelle Mission auswählen. Naja. Gehen wir uns halt weiter. Bestimmt auch schon entdeckt. Immerhin kriegen wir dann eine neue Raumstation und können uns wieder einen Platz für unseren Anzug holen. So, 6 Planeten. Es ist nicht entdeckt. Direkt umbenennen. So. Was ist das für ein Planet? Verwilderter, gut. Eine Nachricht. Hoffentlich kommen wir jetzt in die Weltraumanomalie. Oder ist es der Atlas? Eins von beiden. Nein, warte, das müsste 0 sein, oder? Ja, werden wir gleich sehen. Oh, versehentlich geschossen. Wir holen uns jetzt erst den Teleportpunkt und das Upgrade für unseren Anzug. Und dann gucken wir uns die Koordinaten an, die wir gerade bekommen haben. Und ich nenne alle Systeme immer imperiales Gebiet, da es mehrere Sonnensysteme sind und wenn man mehrere Sonnensysteme erkunden und besetzen kann. Warum in Gottes Namen hat das 500.000 Grad gekostet? Das kosten die immer 5.000 am Anfang, dann 10.000. Ah, bestimmt, weil es Fracht ist. So. Die wichtigen Sachen kommen noch hier. So. Dann kommt das dahin, das dahin. Oh. Die Wasserstoff könnte eigentlich ins Raumschiff, da haben wir aber keinen Platz. Behalten wir. Ah, wir können jetzt das verkaufen. Genau. Schon wieder vergessen.
A-Klasse-Schiff. A-Klasse-Schiff. Und alle gelb. Ein Reisender. Gib mir Koordinaten. Auch völlig egal, man muss sie mal zweimal anquatschen. Hoffentlich geht das schon. Ist das freigeschaltet? Ja. Unsere erste Glyphe. Ich wollte was verkaufen. So, das da. A-Klasse Entdecker. Schade, spät. Gut wäre eigentlich, wenn sie auf demselben Planeten sind und sie sind auf demselben Planeten. Wir holen uns natürlich erst die Glyphe. Noch eine zweite, dann müssen wir ein Portal finden. Dann holen wir uns schnell alle anderen Glyphen. Beziehungsweise mit den zwei Glyphen geben wir Koordinaten ein. Und gehen dann immer auf die Raumstation des jeweiligen Systems. Und da steht immer ein Reisender. Das musste ich in meinem Hauptspeicherstand machen. Da mir die letzte Glyphe gefehlt hat und ich partout keinen Reisenden mehr bekommen habe. Weil ich versehentlich auf einer Raumstation hatte ich zwei Reisende. Und ich habe trotzdem nur eine Glyphe bekommen. Auch seltsam, dass, keine Ahnung, bestimmt Fehler oder dass ich zwei auf einer Raumstation hatte. Weil eigentlich soll das gar nicht gehen. Rechts oben ist noch eine Frachtkapsel, da könnten wir kurz hingehen. Staubstürme üppig, gut. So, ja, erzähl nicht viel. Gib mir die Glyphe. So, das ist unser erst. Da oben habe ich gesagt. Die Wüstenplaneten sind echt gut, da kann man richtig schön sammeln. So, was hat der für uns? Naniten, das ist doch gut. Haben wir eben 100 ausgegeben. So. Jetzt, wo wir keinen brauchen. Atlas Pass brauchen wir sowieso nicht. Oder sind noch mehr Vorräte? Und die Kakteen hier geben alle Kohlenstoff, manchmal auch Sauerstoff. So eine Planeten sind richtig gut. Was? Oh, echt jetzt? Da ist auch 100 pro nur Müll drin, ne? Sag ich ja. Okay. So, wie weit ist das weg? Müssen hinfliegen. Da ist ein Wurm. Ich habe schon gesehen, wie man, also dass einige die als Haustiere haben, aber selber habe ich es leider noch nicht hinbekommen, eins da
runterzuholen. So. Gucken, was uns die Koordinaten bringen. So, die Koordinaten und hoffentlich den Atlas werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr nichts verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.